Wetterextreme nehmen ja zu. Und so Frühjahrstrockenheit, das ist mittlerweile schon fast gang und gäbe, ist die Regel. Und seit 2018 hatten wir 4 Dürrejahre in Folge und das zum Teil mit fatalen Auswirkungen. Die Ernten fielen niedriger aus und teilweise war das Tierfutter so knapp, dass das Vieh zum Schlachter musste. Ja genau, und so sieht es auch im Wald aus, wenn Sie über die Autobahnen gefahren sind. Wir sind auch über das Sauerland gekommen. Man sieht die großen Kahlflächen, man sieht aus den Wäldern irgendwelche trockenen Äste hervorragen. Es ist also dramatisch, was da mit den Wäldern passiert. Auch da brauchen wir Antworten, wie es weitergeht. Wir wollen heute mit Ihnen unmittelbar über die Folgen sprechen, die dann Landwirte und Landwirtinnen zu tragen haben. Und wir wollen wissen, wie gehen Betriebe heute damit um? Ja, Sie haben es gehört, Wetterextreme und Wetterausnahmen nehmen weiterhin zu. Und dieses können wir mittlerweile auch leider jetzt gerade wieder ganz frisch statistisch auch nachweisen. Gerade der abgelaufene Oktober war mit plus 1,7 Grad der wärmste Oktober ever seit Wetteraufzeichnung. Und auch das gesamte Jahr 2023 wird das wärmste Jahr sein in der Wetteraufzeichnung und das auch schon mehr als 150 Jahre. Und daran wird wahrscheinlich auch kein kühler oder kalter Dezember mehr etwas dran ändern. Das sind im Grunde genommen die Dinge, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Aber auf solche Wetterkapriolen, Wetterextremitäten, glaube ich, müssen wir uns im Berufsstand definitiv einstellen. Und das werden wir aber auch meistern. Wir nehmen das auch extrem ernst, deswegen bilden wir diese Plattform für Sie. Und ich glaube trotzdem, dass wir das in den nächsten Jahren gemeinsam, diese Herausforderungen, auch dabei Lösungen anbieten können. Die Wetterlagen, die sich bei uns einnisten, halten sich sehr lange. Also 8 Wochen Regenphase oder 8 Wochen ja, Phasen ohne Niederschläge. Wir dürfen nicht nur auf die Trockenheit sehen, sondern die Extreme, okay, die Lichttrenne sehen. Extreme sind für mich, wir reden natürlich auch davon, dass wir im Mai oder auch im Juni mal in 24 Stunden 120 oder 150 Liter Niederschlag haben, die natürlich dann grundlegend auch die Futterproduktion beeinflussen. Ja, okay. Von 350 Hektar sind 70 Hektar Nadelholz verschwunden. Also bei uns ist es eben so, dass meistens war es dann noch so, dass man doch was ernten konnte, das auch einigermaßen adäquat war. Aber es war immer so, das war die letzten 3-4 Jahre so, dass es wirklich so war, dass man ja, um einen Regenguss vor dem Totalausfall standen. Und dann kommt man halt irgendwann ins Grübeln und sagt, okay, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dann gibt es auch in der Region nichts zu kaufen, weil dann ja alle nichts haben. Und dann muss man sich eben Wege suchen, ja, die ein bisschen das Risiko besser streuen. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wir Landwirte uns sehr breit aufstellen müssen. Ja. Wir können euch sagen, so fluglos ist das Heilmittel, geflügt ist Heilmittel. Es wird es nicht gehen. Wir müssen uns sehr konsequent auf viele Situationen einstellen und müssen natürlich dementsprechend auch die Technik zur Verfügung haben. Das, was jetzt im Grunde so für den Wald passiert, das hat es nicht gegeben. Da tickt eine Bombe. Das heißt, der Wald wird umgebaut werden müssen. Es geht darum, den Landwirt zu sensibilisieren, dass Wetter kleinräumig entsteht, dass Wetter kleinräumig auftreten kann. Wir können starke Kälte, wir können Hitze. Wir können auch irgendwie Wasser, aber Wind ist halt tatsächlich ein Problem. Und deswegen ist es halt so, dass wir über Fruchtfolge, verschiedene Anbausysteme, Mischanbau und so weiter versuchen wirklich ganzjährig den Boden bedeckt zu halten und eben den Humusaufbau zu fördern. Ja, es ist tatsächlich mit jährlichen Schwankungen verbunden und wir arbeiten da auch sehr, sehr stark mit Prognosemodellen, um ungefähr abzuschätzen, was kommt bei uns an Erntemengen rein. Es ist aber tatsächlich nicht nur die Menge, die ist sehr variabel, es ist auch die Qualität und das haben wir natürlich dieses Jahr auch wieder gemerkt, gerade im Weizen, wo die Backqualitäten wirklich sehr schlecht waren und das bedeutet natürlich dann für den Landwirt einen wirtschaftlichen Verlust, aber für uns als Handelshaus ist es natürlich auch schwierig, so eine Qualitäten dann zu vermarkten. Haben wir auch angefangen, quasi über den deutschen Tellerrand hinaus zu gucken. Wir haben vor 4 Jahren die Kichererbse bei uns mit in die Fruchtfolge genommen. Den Sommerdurum bauen wir an, haben wir jetzt auch wirklich gute Erfahrungen. Die Sonnenblume ist bei uns schon länger dabei, haben wir jetzt auch nochmal ausgeweitet. Die Luzerne ist bei uns ganz fest etabliert auf 240 Hektar inzwischen. Und so versuchen wir halt immer, das Ganze im System zu denken. Genau, und dann kommt die Frage, ja, wann habt ihr denn die Pflanzen? Und Pflanzenzüchter brauchen in der Regel mindestens 10 Jahre.
Deswegen auch dieser Aspekt, den Sie genannt haben. Wir brauchen die ganze Wertschöpfungskette. Wenn ich heute anfange mit einer Kreuzung, dann muss ich mir überlegen, was ist der Markt in 10, 15 Jahren und muss dann das abstimmen. Und das hat auch Auswirkungen, wenn es um diese Vielfalt der vielen Kulturen geht. Welches Marktpotenzial ist überhaupt da? Welche Region ist dafür geeignet? Und ich glaube, und das ist tatsächlich keine einfache Botschaft, aber ich glaube, es wird komplexer. Ich glaube, man kann nicht mehr einfach sagen, okay, ich habe jetzt 10 Jahre lang das Saatgut genommen, ich habe die 3 Pflanzenschutzmaßnahmen gemacht, da ein bisschen gedüngt und am Ende habe ich meinen Ertrag auf dem Acker. Ich glaube, wir müssen in Summe am Betrieb, glaube ich, die komplexeren Themen wirklich auch stärker auf den jeweiligen Acker beziehen. Und da meine ich, wir müssen uns vielleicht auch wirklich stärker mit dem Boden auseinandersetzen, weil der Boden ist der Kraftstoff, der es schaffen kann, mehr Wasser zu halten, der die Fruchtbarkeit bringt. Und ich glaube, wir müssen auch mehr in Kreisläufen denken am Betrieb. Das Ausmaß von 2021 wird von manchen Forschern sogar als 500-jähriges Ereignis bezeichnet. Nichtsdestotrotz prognostizieren die Wissenschaftler eine Häufung und Intensivierung solcher Vorkommen. Am Ende hatten wir nicht mal mehr einen Eimer oder eine Rebschere übrig. Alles verloren und zerstört. Die Gebäude nur noch Ruinen. Wir waren tagelang von der Welt abgeschnitten, wochenlang ohne Wasser und Strom. Die Infrastruktur total zerstört. Wir standen quasi vor einer unlösbaren Aufgabe. Doch dann passierte etwas, mit dem wir nie gerechnet hätten. Wir erfuhren eine unglaublich große Welle der Solidarität. Von Menschen aus ganz Deutschland, aber besonders aus unserer Branche. Winzerkollegen aus dem ganzen Land kamen, um ihre Unterstützung anzubieten. Landwirte aus der näheren, aber auch weiteren Umgebung kamen mit großen Maschinen und Geräten. Hersteller und Händler von Land- und Keilereimaschinen stellten Leihgeräte zur Verfügung. Wir können uns glücklich schätzen, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Dieser große Zusammenhalt ist einmalig und diese Erfahrung ist eine der positiven Dinge, die wir aus dieser Katastrophe mit in die Zukunft nehmen. Und bei der Schlagkraft ist es so, die Fortschritte in der Landtechnik sind traditionell mit dem Wunsch nach mehr Schlagkraft der Landwirte verknüpft. Und ist der Treiber natürlich immer geringere oder immer kleiner werdende Einsatzzeitfenster für die Bewirtschaftung. Wir haben es heute schon gehört, ein anderes Beispiel wäre noch die Rübenaussaat, die sich dieses Jahr, grob gesagt, innerhalb von 10 Tagen abspielen musste, wobei man traditionell eher von 3 bis 4 Wochen ausgegangen ist. Und wie kann die Landtechnik hier helfen? Ganz generisch gesagt geht es um Prozessoptimierung. In den letzten Jahren hatten wir einen Trend eher zu weniger Bodenbearbeitung, zum Thema Direktsaat, wassersparend arbeiten. Die Sättechnik gibt das ja auch her mittlerweile. Dieses Jahr in manchen Regionen war es wieder umgekehrt. Aufgrund der starken Niederschläge war nur noch mit Pflug irgendwas möglich. Auch jetzt momentan in manchen Regionen nur noch mit dem Pflug möglich. Auf Frost, ne? Auf Frost, genau. Und wir müssen, glaube ich, einfach flexibel sein. Wir können nicht mehr in diesen starren Systemen unterwegs sein. Betriebe, die vor 20 Jahren den Pflug rausgeschmissen haben, haben sich wieder einen Pflug gekauft. Genauso ist es in anderen Jahren, lässt man den Pflug besser in der Ecke und macht wirklich reine flache Bodenbearbeitung, sieht zu, dass man die Restfeuchtigkeit nutzt, innerhalb von 24 Stunden nach dem Mähdrescher zum Beispiel eine Zwischenfrucht zu säen, um die Restfeuchtigkeit zu nutzen für den Feldaufgang der Zwischenfrucht. Einfach spinnen. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir deutlich mehr Assistenzsysteme, Entscheidungs- und Prognosemodelle haben, die den Landwirt in die Lage versetzen, richtige Entscheidung zu treffen, weil das ist ja ein Stück weit auch das, was Applikationskarten schwierig macht. Und für mich ist das so eine Investition in die Zukunft. Also ich möchte jetzt keine dritte Beregnung bauen, wenn es immer trockener wird, weil Grundwasser, da haben wir eine negative Wasserbilanz. Es wird wärmer und dadurch ist auch mehr Feuchtigkeit in der Luft. Das ist, glaube ich, das, was wir in Zukunft erleben werden, dass die A-Flut eben dummerweise nicht alle 100, 200, 500 Jahre vorkommt, sondern öfter vorkommt. Vielleicht nicht unbedingt an der A, aber unser Problem wird in Zukunft eher zu viel als zu wenig Wasser sein. Einfach das schon mal als ein kurzer Ausblick. Und es wird die Hitze sein, es wird immer wärmer werden. 40 Grad wird in Zukunft langsam, aber sicher für den Sommer eine typische Höchsttemperatur. Ich bin zutiefst überzeugt,
dass die Landwirtschaft ist nicht das Hauptproblem beim Klima. Und entsprechend bin ich froh, dass Sie einfach Ihre Arbeit weitermachen, auch wenn ich jetzt einfach mal nur als normaler Bürger sprechen darf, dass Sie einfach diese Anpassungsleistung, die vor Ihnen liegen wird oder so, dass Sie das einfach aushalten und dass Sie auch das in dem Bewusstsein machen, Sie haben das nicht ausgefressen, dass es so wird. Wir haben alle ein bisschen ausgefressen, aber lassen Sie sich durch niemanden erzählen, dass Sie die Hauptverantwortlichen für das seien, was da kommt. Das ist nicht wahr, das ist gelogen, das wollen Ihnen manche Leute erzählen, aber das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Das hat mich wirklich sehr, sehr stark beeindruckt, mit welcher Kreativität und Flexibilität Sie sich im Grunde genommen auch dieser Veränderungen, so wie Herr Kachelmann auch sagte, die ja auch nicht aufhören werden, dem entgegenzustellen und auch Ihre einzelne betriebswirtschaftliche Lösung zu finden. Und ich glaube, das können wir auch sagen, nichts wird so stetig sein wie der Wandel.